So, willkommen zurück zu Let's Play Parabelt. In den letzten 4-5 Parts haben wir Armeen gebaut, Artefakte gesammelt und halt hier die Typen gebaut. Die erste Armee. Ich hoffe, sie gewinnen auch. Ich weiß aber echt nicht, wo wir hingehen müssen. Ich würde sagen, hier, da, oder hier so, und dann da, und dann hier, und dann so. Wir wollen ja alles ausradieren. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier rum. Denn hier kommen irgendwie die meisten Gegner von der Seite. Und ich will meine Armee jetzt nicht unbedingt an denen direkt verlieren. Ich meine, seht mal an, das ist eine coole Armee. Und Bela natürlich in vorderster Front. Und unsere Schamane getarnt als Tier. Als hätte ich jetzt so viel Schiss. Okay, ich dachte jetzt gerade. Halt! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, unser Gebiet zu verlassen. Danach lassen wir die Waffen sprechen. Moment mal. Wenn du uns schon so anregst, komm her. Ich zeig dir mal, was meine Türme drauf haben. Das Gebiet verlassen wir nicht. So, los, kommt her. Kommt her. Ich hoffe, die drei kommen auch noch mit. Ich bin mir sicher, der lässt ihre Raptoren los. Also sie greifen mich doch sowieso an. Wieso? Sind die eigentlich stark? Nein, nur 6 Schaden ist keine Härte. Los, komm her. Komm. Komm. So. Und? Feindliche Reaktion, aber keinen Angriff. Komm. Ein Kratzer nur. Ups. Nein, ich speichere, Mann. So. Sie greifen ihre eigenen Raptoren an, nicht schlecht. Oh Junge. Lass doch deine blöden Raptoren los, Mann. Wie lange hält denn eigentlich die Giftwirkung? Lass sie doch mal los, Mann. Verreckt er jetzt irgendwann? Oh oh. Heil dich mal. Hier haben wir noch andere Raptoren, du bist es ja nicht. Diese Raptoren sind ein bisschen. Ich würde sagen, wir killen die einfach alle so. Ich glaube nicht, dass es so eine Herausforderung ist. Ich will den dann noch einmal heilen und dann. Ach, dann. Das ist mir doch auch ein bisschen wurscht. Das ist ein für zwei grüne Gebäude, ich glaube. Der Gute darf hier nicht sterben, sein Hauptquartier. Ja gut. Ich würde sagen, wir machen hier einiges kaputt. Ich meine, das ist ja auch kein Problem oder so. Wir reiten los. So. Wir greifen das an. Unser Schamane sollte hier ein Tornado reinschmeißen. Komm, 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 komm. Schmeiß ein Tornado. Ja. Funktioniert doch ganz gut. Die Raptoren sterben Massen. Das ist nicht schlecht. So, ein paar von denen sind wenig. Wir machen alles kaputt. Das war deine Chance, Digga. Ich hätte sie freigelassen. Aber nein. Du willst ja unbedingt drauf gehen. Von mir aus. Wir machen sie kaputt. Attacke.
Mach die Raptoren am Futsch. Die sind doch keine Gefahr für uns. Und das Nest machen wir auch mal kaputt. Das war deine Chance, Digga. Du hast sie versaut. Unser Schamane. Wir haben einen Typ verloren, natürlich gerade. Holt ihn wieder auf den Tatsachen der Boden zurück. Irgendwas schießt von da oben. So. Ihr seid Team 1. Und ihr werdet vernichtet. Zack. Du hast deine Chance verlassen. Oh, ist mir sowas schon scheißegal. Attacke. Mach die Schweine platt. Hol die Leiche wieder zurück auf den Boden. Macht sie alle. Seht ihr nicht. Hol ihn wieder auf der... So. Haben wir das da? Seien wir so auf, wie es geht. Oh oh. Ein Sniper-Schuss, bitte. Push. Oh oh. Nein. Oh, verdammt. Nein. Wo ist der? Den Brachiosaurus sollst du runterholen. So, die wechseln mal auf normale Geschosse. So. Oh, nicht so oft speichern, Mann. Also gut, wir haben die erste Hürde überwunden. Wie sollen wir weiter vorgehen? Entweder wir schneiden ihm den Nachschub ab und nähern uns den Tempel von hinten. Oder wir machen es so, wie du es immer machst. Wieso, wie durch die Vordertür. Na, Ellbogen raus und mitten durch. Ja. Genau, würde ich auch sagen. Ellbogen raus und mitten durch. Nächste Aufgabe. Bela. Es ist ungesund, was du da tust. Mann, Brachiosaurus, komm mal wieder runter. Ei. Nächste Aufgabe. Ich werde von irgendwas bitte attackiert. Ach so, von denen da oben. So. Ha, hu. Wir müssen kämpfen. Krieger. Kein Allosaurus. Raptorführer. Der. Allosaurus. Okay. Team 1. Kümmert euch darum. Du holst den, Ankylosaurus. Du sollst den da runterholen. Komm schon. Hab ich ihn erwischt? Sieht's aus. Oh yeah. Mein Zauber ist mächtig. Okay. Hol den mal wieder runter, Mann. Komm, jetzt hol ihn wieder runter. Danke. Okay. Den wollen wir auch noch weghauen. Also ich will ihn weghauen. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Aber wir hauen trotzdem weg. Okay, ihre harte Verteidigung haben wir schon mal geknackt. Das Leben nimmt seinen Lauf. Ja. Das Leben nimmt seinen Lauf. Selbst wenn es kein schöner Lauf ist. Okay, Brachiosaurus. Hol ihn runter. Wir wollen die starken Einheiten behalten. Es ist so praktisch, einen Schaman dabei zu haben. Auch wenn hier irgendwie so viele sterben. Was machen die denn da unten?
Wie sind denn da runtergekommen? Hä? What the fuck? Wie sind die hier runter da gekommen? So. Dollar. What the fuck? Was? Hä? Nikolai, geh mal da runter. Wie sind die denn da runtergekommen, bitteschön? Mal ernsthaft. Trampelt sie nieder. So, ein Stegosaurus-Transporter holen wir natürlich runter. So, und die lagern. Oh. Hier sind auch so ein paar Gegner. So. Ihr geht mal da rein. Ihr wartet mal kurz da hinten. Alles funktioniert doch ganz gut. So. Wir rufen, glaube ich, noch ein paar Leute runter. Bevor wir weiter marschieren. Ich meine, wir haben schon mal die ersten paar Sachen kaputt gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nur hier so um die Insel rumspazieren. Ich würde sagen, wir laufen aber erstmal in die Richtung. Weil hier sieht aus, als wäre da weniger los. Wo ist der Stegosaurus? Stegosaurus? Wo ist er hin? Oh, sei doch nicht so begierig drauf zu sterben. So, ihr könnt den Turm abschießen. Oh, das ist ein Schatz. Oh. Da ist ein Schatz. Sag mal. Oh, was macht diese Armee da unten? Wieso kommen die von hinten? Kann mir das mal jemand verraten? Warum kommen die Säcke von hinten? Wie machen sie das? Das ist so unfair. So, kann mich das jemand verraten? Wie zum Teufel kommen sie von da unten? Nikolai braucht Hilfe. Das ist doch so unfair. Ich brauche doch ein paar Türme. Wieso von hinten, bitte? Ich hätte die Türme nicht verkaufen sollen. Das ist doch so unfair. Mal ernsthaft. Du komm, gehst auch mal da runter. Ja, Nikolai ist... Den kann man, glaube ich, schon vergessen. Hört sich gut an. Ich meine, nun, warum sind sie von denen? Das ist so unfair. Es ist mehr als unfair, finde ich. Ihr müsst ja eigentlich lebend unten ankommen. Theoretisch. Diese Schweine. Mal ganz ehrlich. Da kommt die Penner einfach so von hinten. Die Geister sprechen zu dir. So, du holst ihn runter. Den bauen wir ab. Na, Mist, den Kandelskaravan runtergeholt. Wo ist der Tesla? Tesla Mann, wo ist die Taverne? Die Arschlöcher kommen von hinten. Das habe ich auch noch nie erlebt. Diese Wichser. Sorry, wenn ich jetzt ausgefallen bin, aber die Penner kommen von hinten. Das muss man hier in den Rachen kriegen, ey. So, mal töte ihn. Das ist doch. Da kommen die Schweine echt von hinten hier. Mein Zauber. Wie viel haben wir verloren? Ich weiß nicht, wohin der protuliert. Das ist doch.
Tesla. Du holst dir erstmal die Kiste. Jetzt müssen die müssen jetzt hier unten ein bisschen warten. Sag mal, wo kommen die denn mit der? Das finde ich ein bisschen assi. Geh mal rein. So, ihr macht jetzt den alle. Diese Penner, mal ganz ehrlich, die kommen von hinten. Nikolai. So, jetzt bauen wir hier ein paar Kampftürme auf. Da kommen die eiskalt von hinten, ey. Da wird der da unten der Pfanne verrückt. Und hier kann ich keine Kampftürme aufbauen, das irritiert mich auch ein bisschen. Aber okay. So, Team 1, ihr könnt wieder vorwärts gehen und sterben. Ihr seid meine sterbende Armee. Ihr seid hier oben. Ein Bogenschütze. Irgendwelchen Gründen auch immer. Meine zwei Raptoren sind auch schon tot, wa? Ich sehe sie nicht mehr, also. Nee, oder? Die zwei leben noch. Warum habe ich sie? Aha. Okay. Das ist schon mal ganz falsch. Eins, zwei. So, die zwei sind tot. Mann, die haben alles so durcheinander gebracht. Das ist ziemlich asozial. Wer hätte damit rechnen können, dass die Schweine von hinten kommen? Da hätte niemand mit gerechnet. Kein Mensch hätte mir sagen können, ach ja, ganz logisch. Warum hast du nicht dran gedacht? Die Penner kommen von hinten. Ist doch ganz logisch. Ich meine, das muss man ansehen, ey. Da kommen die Penner einfach hier so von hinten. Ich kann keine Tesla-Türme hier bauen. Das ist auch ein bisschen so irritierend. Du kannst mir ja nichts erzählen. Das ist einfach... Ich meine, von wo wir... Wieso? Ach, da ist die Kiste. Gut, mein Freund, du... Holz die Kiste. Und du ballerst auf den Turm. Ist ja lustig. Die kann auf den Turm schießen und wird trotzdem angeschossen. Ich habe gedacht, sie hat jetzt eine höhere Reichweite als der Turm. Oi. Okay. Mein Team Zerstörung, vorwärts. Zerstörung, Tod, Blut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich meine, seht euch das an. Die kam einfach von hinten, ey. So, der Kollege. Mann, dieses. So. So, die Typen befolgen mich jetzt. Okay. Da kommen die nächsten. Ja gut, lassen wir sie den verfolgen. Andererseits, komm, wir töten sie. Wir machen sie alle. Los, Allosaurus, friss sie. So. Zwei kann man auf Raptoren umsteigen. Alles klar. Die haben einen Zorn, die haben mich provoziert. Die haben ihr Schicksal herausgefordert. Und trotzdem halten die so viel aus. Das muss man auch mal sehen.
Okay, der Part ist eigentlich rum. Ich mach trotzdem nochmal 20 Minuten, ist doch egal. Ach, nee, das kann ich nicht machen. Daraus ergeben Doppelpass und das will ich nicht mehr. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn wir mit der Zerstörung weitermachen. Ich hoffe, dass es besser läuft. Okay, dann würde ich mal sagen, Moment. Was speichern? Na egal. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Gebt ein Like oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Oder auch nicht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis dann.